Hallöchen! Heute gibt es wieder eine Rezension von mir, und zwar zu dem Buch von Frank Behrendt, Liebe dein Leben und nicht deinen Job. 10 Ratschläge für eine entspannte Haltung. Das Ganze wurde mir vom Gütersloher Verlagshaus zur Verfügung gestellt. Dafür bedanke ich mich nochmal recht herzlich, und hier präsentiere ich euch natürlich trotzdem nur meine eigene Meinung und nichts von irgendwem Vorgegebenes. In diesem Buch geht es darum, was auch drauf steht. Das heißt, wir kriegen 10 Ratschläge mitgeteilt, wie Frank Behrendt seine Lebenseinstellung, seine Haltung zum Leben, zur Arbeit entspannter gestaltet hat. Das ist eben in große 10 Kapitel aufgeteilt, lässt sich schon deutlich erkennen anhand des Titels. Und ich muss sagen, ich hätte vielleicht nicht unbedingt dazu gegriffen, wenn ich es irgendwo gesehen hätte, aber es hat mir sehr viel Freude bereitet, es dann zu lesen. Denn nicht nur das Cover finde ich wunderschön mit den bunten Buchstaben und den Liegestühlen dazu, sondern es ist locker und leicht geschrieben, und das macht das für mich besonders aus, denn ich möchte ein Sachbuch oder einen Ratgeber nicht lesen, der furchtbar trocken klingt und dann aber meint, man soll locker flockig leben und ganz entspannt an die Arbeit gehen. Das passt dann nicht zusammen. Frank Behrendt ist für diejenigen, die ihn vielleicht nicht kennen, ich kannte ihn vorher auch noch nicht, ein doch etwas größeres Tier in Deutschland, sag ich mal, in der PR- und Kommunikationsbranche, hat ein großes Netzwerk auch zu den Bereichen Wirtschaft, Politik, Medien, und hat auch schon in verschiedenen großen Firmen gearbeitet, beziehungsweise auch die geleitet oder zumindest eine höhere Position dort erfüllt. Und deswegen kann er, denke ich, schon davon reden, wie man dann seinen Alltag strukturieren kann und auch Zeit für die Familie haben kann. Ich finde es wunderschön, dass er uns Einblicke gibt in sein bisheriges Leben, aber auch in seine Kindheit zum Teil. Nicht nur von oben herab meint, er könnte ja alles selbst entscheiden und regeln, und auch wenn er Verantwortung hat, kann er dann trotzdem eben mal sagen, okay, heute arbeite ich nur bis zu dem Zeitpunkt und dann hole ich meine Kinder ab oder so. Nein, er gibt uns auch Beispiele, wie man selbst das für sich umsetzen kann und gestalten kann. Das Ganze basiert ein Stück weit auf einem Bürojob, das heißt schon eher in seiner Branche. Ja, das ist das, was ich sage, ist eventuell schwieriger für den einen oder anderen, trotzdem ist für jeden etwas dabei, denn ich habe keinen Bürojob, definitiv nicht, konnte aber trotzdem ganz viel Wichtiges und Wertvolles daraus ziehen, denn man kann ganz viel ableiten und ganz viel für sich ummodeln. Klar, nicht alles und vielleicht nicht 10 von den Ratschlägen, aber mindestens so 7, 8 davon. Deswegen, wie gesagt, für jeden etwas, auch für jeden etwas dabei. Schaut es euch mal an. Ich finde, ein gelungenes Buch, eins, das ich definitiv empfehlen kann und das, wie gesagt, nicht altklug daherkommt und nicht belehrend und auch nicht so, als ob, jeder das bisher irgendwie komplett falsch getan hätte in seinem Leben, wie man das so gestalten kann. Was ich noch dazu sagen möchte, eine wundervolle Anekdote. Wenn ich daran denke, finde ich das immer noch total irgendwie überwältigend, denn ich habe dieses Buch gelesen in der U-Bahn. Auf dem Weg zu meinem Arbeitsplatz, ich war ungefähr auf Seite 80 und lese vor mich hin. Und dann spricht mich plötzlich eine Dame an, die mir schräg gegenüber saß, und meint so, gibt es das auch als Buch? Und ich habe erst nicht verstanden, was sie mir sagen möchte. Denn sie hat gedacht, das wäre nur ein Buchumschlag, der so gestaltet ist, dass er quasi einen direkt auf positive Gedanken bringt und eine positive Haltung ausstrahlen soll. Und hat gesagt, das ist das Buch. Und dann hat sie gesagt, ach, das ist das Buch. Und hat sie auch noch gefragt, ob mir das gefällt. Und ich habe gesagt, ja, bisher finde ich es sehr schön und kann es nur empfehlen. Und im nächsten Moment ist sie schon ausgestiegen, leider. Aber ich fand das sehr, sehr schön, denn ich werde leider, wie ich finde, recht selten auf meine Bücher angesprochen, die ich da lese. Aber das fand ich bei diesem hier wunderschön, denn das Cover ist anscheinend so gut gestaltet, dass man eben sagen kann, das wäre auch eins für einen Schutzumschlag oder für ein
Ja, wenn man ein anderes Buch verstecken möchte, quasi eine gute Gestaltung. Und das spricht auf jeden Fall für das Cover. Und ich fand es sehr angenehm, denn so kommt man dann vielleicht auch mal dazu, ein Buch zu empfehlen und ja, weiterzugeben. Gut, falls ihr das Buch kennt oder für mich vielleicht auch noch andere Ratschläge habt, wie man so im Job und im Alltag ein bisschen gelassener sein kann, schreibt sie mir doch gerne unten in die Kommentare. Auch lasst mir gerne eine Meinung dazu da, ob ihr denkt, dass es was für euch sei oder nicht. Ich kann nur sagen, lässt sich leicht lesen, hat tolle Argumente dabei, warum und wie man etwas umgestalten kann. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ich das lesen durfte und ja. Lest es einfach mal oder schaut mal zumindest rein. Schaden kann es nicht, denn uns tut allen eine entspanntere Arbeitshaltung, Lebenshaltung gut. Und dafür, ja, kann man auch mal in ein Buch investieren. Gut, dann hoffe ich, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und ja, damit ihr keine Videos verpasst, abonniert doch einfach meinen Kanal. Dann sehen wir uns definitiv beim nächsten Mal. Tschüss!